Prinz Philipp ist seit mehr als 70 Jahren mit Queen Elizabeth, 93, verheiratet. Der Duke von Edinburgh nähert sich seinem 100. Geburtstag. Was passiert eigentlich, wenn der Prinz Gemahl stirbt? Queen Elizabeth II. Was passiert, wenn ihr Ehemann Prinz Philipp stirbt? London. Prinz Philipp ist 97 Jahre alt und damit das älteste Mitglied der königlichen Familie. Der Prinz Gemahl von Queen Elizabeth, 92, hat sich allerdings schon von seinen royalen Pflichten verabschiedet. Offiziell ist Prinz Philipp seitdem 2. August 2017 Rentner, doch seine Aussage nach der erfahrenste Plakettenenthüller der Welt. Die Bilanz seiner royalen Termine kann sich sehen lassen. Prinz Philipp absolvierte allein 22.219 Solo-Termine, hielt 5.496 Reden und unternahm alleine 637 Reisen in andere Länder. Dazu kommen noch die Auftritte an der Seite der Queen.video. Bevor noch mehr passiert, gibt Prinz Philipp, 97, Führerschein ab. Lesen Sie auch: Prinz Charles ist der 69-Jährige unheilbar krank. Nun tritt Prinz Philipp kürzer. Seine Gesundheit ist jedoch wieder ein Thema in den Medien. Für sein Alter ist der Prinz Gemahl recht agil. Nach einer Hüft-OP im April nahm der 97-Jährige entgegen zahlreicher Spekulationen im Vorfeld sogar an, der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan, 19. Mai 2018, Teil Royale Fans beobachten seitdem genau, ob sich Prinz Philipp in der Öffentlichkeit zu besonderen Anlässen zeigt oder nicht. Seine Abwesenheit lässt die Gerüchteküche brodeln. Hinter jeder Absage vermutet die britische Klatschpresse sofort eine schlimme Nachricht. Vor allem im Sommer, wenn sich die Königsfamilie traditionell auf ihrem Sommersitz Balmoral aufhält, ploppen Falschmeldungen auf. Sogar vermeintliche Todesnachrichten verbreiten sich im Netz. Die Queen ist darüber not amüsiert, berichten Insider aus dem Palast. Lesen Sie auch: Sorge um Mann. Der Queen: Prinz Philipp mit Auto verunglückt. Was passiert, wenn Prinz Philipp stirbt? Prinz Philipp lebt.
Die Briten und Royalin-Fans müssen sich zwar derzeit keine Sorgen um Prinz Philipp machen, doch. Zeitungen und Zeitschriften greifen die Gerüchte sofort auf und fragen sich, was passiert, wenn der Prinz Gemahl stirbt? Britische Zeitungen und Portale wie express.co.uk geben natürlich sofort eine Antwort auf diese wichtige Frage. Demnach wird vermutet, dass der britische Nachrichtensender BBC als erstes die Nachricht verkünden wird. Selbst wenn Prinz Philipp über Nacht versterben sollte, würde die Todesnachricht erst um 8 Uhr früh vermeldet werden. Die Flaggen im ganzen Königreich würden auf Halbmast wehen und die britische Premierministerin, aktuell Theresa May, müsste entscheiden, welche Sportveranstaltungen und Geschäfte an diesem Tag abzusagen seien. Punkt lesen Sie auch. Verdächtiges Foto: Ist die Queen womöglich krank? Royal Fans bangen, wahrscheinlich würde der Herzog von Edinburgh in St. James's Palace aufgebahrt, während die weiteren Vorbereitungen für die Beerdigung laufen. Es wird nicht erwartet, dass die Bevölkerung den Leichnam zu sehen bekommen würde. Punkt die Beerdigungsfeier von Prinz Philipp würde demnach in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden, die Beisetzung dann in Frohmore auch Queen Elizabeth II. Ist definitiv auch nicht mehr die jüngste. Was eigentlich passiert, wenn Queen Elizabeth II. stirbt? Frag Ihnen Marco.de. Skurrile Spitznamen. So nennen sich die Royals hinter verschlossenen Türen. Prinz Philipp, Herzog von Edinburgh, haben 10. Juni 1921. Wurde Prinz Philipp auf Schloss Monrefus auf der griechischen Insel Korfu geboren. Punkt am 20. November 1947. Heiratete Prinz Philipp die damalige Prinzessin und Thronfolgerin Elisabeth in der Westminster Abbey in London. Prinz Philipp, seine besten Zitate. Prinz Philipp haut gerne mal einen Spruch raus. Der Prinz Gemahl ist für seine bissigen Kommentare bekannt. Die einen lieben ihn dafür, andere finden sein Benehmen unmöglich. Eine kleine Kostprobe seiner besten Sprüche lesen Sie hier. Zu einem Verlierer in Schottland. Wie schaffen Sie es eigentlich, die Eingeborenen
so lange vom Saufen abzuhalten, dass sie durch die Fahrprüfung kommen? Zu seiner Frau, Queen Elizabeth II. Nach ihrer Krönung. Wo? Hast du denn diesen Hut her? Von einem Aborigine, australischer Ureinwohner, wollte Prinz Philip wissen. Bewerbt ihr euch eigentlich immer noch? Mit Speeren? Über das amerikanische Weltraumprogramm meinte Philip. Das scheint mir der beste Weg zu sein, um Geld aus dem Fenster zu schmeißen. Ich glaube nicht, dass Investitionen auf dem Mond eine hohe Dividende bieten. Besuch von Queen Elizabeth II. Der erste Tag in Berlin? Bilderschaltungsdrama bei den Royals, die Begründung klingt kurios. Prinzessin Eugenie und ihr langjähriger Freund Jack Brooksbank geben sich am Freitag 10. Oktober 2018 auf Schloss Windsor das Jawort. Alle Infos finden Sie hier im Live-Ticker. Außerdem wurde nun bekannt, dass sich Harry zu Beginn seiner Beziehung zu Meghan mit einer weiteren Dame traf. Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.